Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ich mit dem CyberLink PowerDirector 365 versuche, einen gelungenen Workflow zu finden, um Videoprojekte schnell und einfach zu schneiden. Dazu habe ich mir einer meiner letzten Videoprojekte rausgesucht. Das Videoprojekt war deutlich anspruchsvoller als in der Planung gedacht. Und bevor ich noch jetzt weiter lange rumspreche, springen wir sofort rein in den CyberLink PowerDirector 365 und los geht's. Wir befinden uns im CyberLink PowerDirector und jetzt geht es darum, dass wir unsere ganzen Aufnahmen natürlich hier zu einem tollen Videofilm zusammenschneiden. Erster Tipp: Wenn ihr euer Videomaterial und sonstiges Material, was ihr alles braucht, in ein Verzeichnis reinkopiert, dann legt sogenannte Unterordner an, wo ihr was habt. Zum Beispiel Videoaufnahmen, Soundeffekte. Vielleicht habt ihr aber auch mit einem Screen Recorder diverse Sachen von eurem Bildschirm abgefilmt. Dann habt ihr vielleicht noch PNG-Dateien, die ihr für euren Videoschnitt benötigt. Oder andere Dateien, die ihr letztendlich braucht, um hier den Film aufzuwerten. So, wir starten und müssen den Medieninhalt nun importieren. Dafür gibt es diese Schaltfläche Medien importieren und ich empfehle dann immer den Medienordner auszuwählen. So, wir gehen mal in den ersten Ordner. Dann hier, wo ich alle Unterordner angelegt habe und sage jetzt Ordner auswählen. Dann dauert das einen kleinen Moment. Die Medien werden importiert. Und jetzt könnte es ja sein, dass ihr Rohbilder aufgenommen habt. Und jetzt fragt das Programm, was wollt ihr mit dem Rohbild machen? Soll das automatisch in ein JPEG-Format umgewandelt werden? Bei mir ist es nein, weil ich habe es bereits in einem anderen Programm von einem Rohbild in ein JPEG umgewandelt. Jetzt seht ihr hier Video-Ordner, die ich angelegt habe. Und diese Zahlen hier sagen euch immer, wie viele Unterdateien in einem einzelnen Ordner sind. Hier sind meine Videoaufnahmen. Und das Programm hat nun in den Einstellungen von mir den Auftrag bekommen, sogenannte Schattendateien anzulegen. Und dann seht ihr, wenn das ein grünes Symbol ist, dass die Schattendatei erfolgreich angelegt wurde. Und hier seht ihr es, die Schattendatei ist noch in Erstellung. Das ist wichtig, damit ihr ein flüssiges Arbeiten in eurer Videovorschau später mal ermöglicht und diese 4K-Aufnahmen, das System nicht komplett lahmzulegen. Kommen wir nun zu einem weiteren Tipp, den Einstellungen, die nämlich absolut wichtig sind, dass ihr einen guten Workflow habt. Für mich ist diese Einstellung die erste, die ich immer mir anschaue, weil 50 Korrekturstufen klingt erstmal viel, aber seid gewiss, ihr seid froh, wenn ihr wirklich mal zurückklicken könnt, bearbeiten rückgängig macht und dann sind 50 Korrekturstufen gar nicht mehr so viel. Das, was aber noch viel wichtiger ist, dass ihr hier die richtige FPS-Zahl für euer Videomaterial einstellt. Bei mir ist der überwiegende Anteil 60 FPS, weil ich habe mit einer DJI Osmo Pocket Kamera sehr vieles aufgenommen und dann wählt man hier die Qualität aus, die man aufgenommen hat. 4K, 60 FPS. Sollte aus Versehen hier 50 FPS stehen, dann passiert an der Stelle nichts mehr. Aber sobald ihr euer Videomaterial importiert, sagt das Programm, Achtung, da stimmt was nicht. So, wir gehen wieder zurück, schalten das hier auf 60 FPS. Dann sieht man hier dieses Häkchen für Schattendateien, Proxy-Dateien bei hochauflösenden Videos. Ja, 4K, auch Full HD sind hochauflösende Videos. Aktivieren, Auflösung der Schattendatei, habe ich jetzt das hier ausgewählt. Man könnte aber auch noch auf das hier runtergehen. Das hängt davon ab, welche Performance euer Rechner hat. Diese Dateien werden alle 30 Tage gelöscht oder ich kann sie auch manuell löschen.
Die nächste wichtige Einstellung ist, ich muss es finden, das Projekt. Wie oft soll es automatisch gespeichert werden? Ich habe mittlerweile 5 Minuten eingeschaltet, weil ich auch schon Abstürze hier erlebt habe, als es auf 10 Minuten stand und nach 9 Minuten Arbeit, Fummelei, ist mir das Programm abgeraucht. Sehr ärgerlich, deswegen immer so niedrig wie möglich. 2 Minuten ist mir zu hektisch, aber 5 Minuten ist so ein ganz guter Kompromiss. Und auch hier der Tipp, immer speichern, 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 speichern. Das sind erstmal so die wesentlichen Bestandteile. Wenn ihr dann euer Projekt hier seht und ihr fangt jetzt an, die ersten Dateien in eure Timeline zu ziehen, fange ich immer mit der Videospur 1 an, das ist meine Hauptvideospur. Jetzt kommt Tipp Nummer 2. Ihr seht jetzt an irgendeiner Stelle, das Videomaterial ist überbelichtet, unterbelichtet. Ihr denkt sofort, Mensch, gehe ich auf Korrigieren, Verbessern, wird mir ja angeboten, mache ich doch gleich. Ja, dann vergesse ich es auch nicht. Und jetzt sagt ihr, alles klar, ich nehme den Videostabilisator, bin mit diesen Einstellungen zufrieden, die Beleuchtungsanpassung will ich noch nehmen, das reicht mir erstmal, gehe wieder hier raus und sehe an dieser Stelle ein I, Korrigieren, Verbessern. Und hier wird genau angezeigt, ihr habt die Beleuchtungsanpassung gemacht und den Videostabilisator verwendet. Alles kein Problem, weil es sieht ja hübsch aus. Wir gucken uns das mal in der Vorschau an und irgendwie sieht das komisch aus, nämlich verlangsamt. Es wäre schön, wenn ich so smooth filmen könnte, aber jetzt seht ihr deutlich die Ruckler und ihr seht deutlich, das ist ja strange. Und obwohl das euer erster Clip in der Timeline ist, ist das Programm echt gefordert. Was tut das Programm aktuell? Es erstellt einerseits die Schattendateien. Der Prozessor wird hier wirklich gefordert. Das sieht man sehr schön hier. Mittlerweile, ja, ich sage jetzt mal zwischen 90 und 100% sind dafür notwendig vom Prozessor. Und das muss man im Hinterkopf haben. Aber was viel schlimmer ist, sind die ganzen Is. Jedes I führt letztendlich zu einer Performance-Veränderung, zum Negativen. Jetzt kommt ihr vielleicht auf die Idee, ist ja kein Problem, ich mache einfach hier der Vorschauqualität was anderes. Aber ich habe schon nur das Niedrigste angeklickt, nämlich die hohe Vorschauauflösung. Ich will gar kein Ultra HD oder sowas. Das reicht mir, auf diesem kleinen Monitor reicht mir vollkommen die hohe Vorschauauflösung. Hat nicht gereicht. Dann kommt man auf die Idee, naja, da machen wir keine Echtzeitvorschau. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ihr das versucht auszuwählen. Ihr kriegt einen netten, freundlichen Hinweis und da wird mir gesagt, Audio ist weg. Naja gut, was will ich hier mit dem Ton machen? Ist ja gar keine Sprache drauf, das geht ja noch. Übrigens, hier seht ihr auch, dass das Lautsprechersymbol ausgeblendet ist. Aber jetzt wird es noch viel verrückter. Ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat, diese Funktion. Die Videogeschwindigkeit der Vorschau wird ebenfalls verlangsamt. Aber diese Einstellung hat keine Auswirkung auf das ausgegebene Video. Aha. Ja. Okay. Also dann gucke ich mir jetzt das Ganze verlangsamt und ohne Ton an. Das ist ja vielleicht, wenn ich einen Baum filme, noch okay, kein Ton. Aber noch langsamer. Okay. Was mache ich denn, wenn ich jetzt wirklich Keyframe für Keyframe schneiden möchte? Dann wird das ja, wie soll denn das gehen? Also für mich ist das keine Option, deswegen der Haken kommt weg, Echtzeitvorschau. Und bitte merkt euch, schmeißt alle Is am Anfang raus, die ihr vorhabt einzubauen. Und damit ihr die Is wieder loswerdet, weil das ist nämlich gar nicht so einfach, geht ihr hier letztendlich mit der, ich zeige es nochmal, auf das I, einmal mit der linken Maustaste anklicken, dann wird euch genau das angezeigt, geht auf Beleuchtungsanpassung, macht da den Haken raus und geht auf Videostabilisator und macht da den Haken raus und schreibt euch das auf einen Zettel oder sonst irgendwo hin, dass ihr das am Schluss eures gesamten Projektes erst macht.
Jetzt ist nämlich die Vorschau wieder flüssig. Der Ton ist zu hören. Für den jetzigen Ton mache ich das hier mal deutlich leiser. So, und jetzt könnt ihr quasi anfangen zuzuschneiden. Jetzt habt ihr hier zwei Werkzeuge, nämlich dieses Werkzeug. Das ist auch so eine Besonderheit. Diese Werkzeuge sind zwar da möglich, aber ihr müsst in der Regel immer hier das wieder weglegen, damit ihr diese Ansicht eurer Bibliothek bekommt. Gewöhnungsfaktor. So, ihr habt das hier markiert. Wenn es nicht markiert ist, sieht es so aus. Markiert. Jetzt habt ihr diese zwei Werkzeuge. Dann sagt ihr, alles klar, ausgewählten Clip teilen. Super. Er hat sich geteilt und jetzt sagt er, okay, ich gucke mir das so an und ab der Stelle möchte ich es haben. Ah, ihr müsst ihn wieder. Und ihr seht schon, das Programm braucht echt einen Moment. Gut. Und jetzt sagt er, alles klar, ich will das hier haben. Mach wieder eine Teilung. Das will ich rausschmeißen. Gehe auf Entfernen. Und sagt jetzt, okay, Entfernen und Lücke füllen. Die Clips verschieben sich. Und hier wollt ihr vielleicht auch noch einen kleinen Ausschnitt haben. Und den Ausschnitt haben. Und jetzt auf einmal sagt ihr, welcher Clip war das nochmal, den ich entfernen muss? Ach ja, der war das. Wieder rechte Maustaste, entfernen und Lücke füllen. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr das viel einfacher hinbekommt und viel schneller. Zum Glück haben wir ja so viele Korrekturschleifen. Dann ist es nämlich am einfachsten. So. Ihr habt wieder den rohen Videoclip hier liegen. Ihr geht jetzt auf dieses Scheren-Symbol. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Macht es gleich groß, damit ihr eine schöne große Videovorschau habt. Und jetzt seht ihr hier letztendlich euren Mauszeiger. Und könnt relativ flüssig und schnell das Ganze bewegen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte genau von dieser Szene den Teil meines Originalclips haben, dann gehe ich hier hin, setze einen Marker mit der Anfangsmarkierung. Das ist die I-Taste, wenn ihr die drücken wollt. Dann geht ihr noch ein bisschen weiter vor und sagt, alles klar. An der Stelle soll das Video wieder getrennt werden. Ihr macht das mit der Endmarkierung. Und genau dieser Bereich, den ihr jetzt hier manuell ausgewählt habt, erscheint hier oben als Segment 1 mit den entsprechenden Angaben. Jetzt geht ihr noch weiter in das Video. Und ihr seht schon, wie schnell das geht. Wieder mit der Markierung setzen. Die Endmarkierung setzen. Und das sind jetzt die zwei Clips, die ihr hier haben wollt, geht auf OK, weil das sind die zwei hier, die ihr jetzt ausgesucht habt. Der Rest, also sprich alles, was hier, hier und hier ist, wird nicht mehr berücksichtigt. Und ihr habt sie relativ schnell und einfach und übersichtlich vor allen Dingen zusammengeschnitten. Ihr seht schon, so ein Videoprojekt hat unheimlich viele komplexe Anforderungen. Und die Tipps und Tricks sind ganz schön lang geworden. Und deswegen werde ich an dieser Stelle einen Cut machen und werde mit dem nächsten Teil mit weiteren Tipps und Tricks für dieses Video, das Making-of vom Making-of, weitermachen. An der Stelle sage ich vielen Dank für das freundliche Zuschauen und bis zum nächsten Teil. In diesem Sinne, bleibt gesund. Tschüss.